Hallo Leute, Takeo hier. Im letzten Video haben wir über die erste Erfolgskategorie Fest der Vier Winde gesprochen und heute geht es dann schon in den Kronpavillon. Diesen könnt ihr dann von der gleichnamigen Wegmarke in Götterfels erreichen und auch hier gibt es wieder ein paar praktische Erfolgspunkte, die wir uns verdienen können. Falls ihr Zeitstempel zu den Erfolgen benötigt, diese findet ihr in der Videobeschreibung. Hier unten im Pavillon findet immer in regelmäßigen Abständen, sobald sich der Balken rechts oben gefüllt hat, das Boss-Blitz-Event statt. Um den Prozess bis zum Start zu beschleunigen, könnt ihr im Zentrum beim Event-NPC etwas Geld spenden. Wobei ich hier persönlich auch nie mehr als 10 Silber spenden würde, dafür sind hier einfach genügend Spiele und von der Belohnung her ist es dann auch nicht so gut, dass man da viel Profit wieder reinkriegt. Startet das Boss-Blitz-Event jedoch, dann könnt ihr in jedem Stück des Wagenrads, welches die Karte ausmacht, einen besonderen Boss besiegen. Für jeden besiegten Boss gibt es dann auch schon einen Erfolg. Im Nordosten findet ihr den Flammenlegion-Schamanen Sparkus und besiegt ihr ihn während des Events, gibt es dann den Erfolg Boss-Blitz vernichtet Sparkus. Im Osten könnt ihr dann gegen die Banditin Bum Bum Banes kämpfen, welche euch den Erfolg Boss-Blitz bezwingt Bum Bum verleiht. Südöstlich könnt ihr dieses Jahr gegen den guten alten Justizar Hablion kämpfen, welcher euch Boss-Blitz Halt Hablion beim erfolgreichen Abschluss gewährt. Gleich daneben südwestlich findet ihr den Zerstörerboss Pyroxis und bekommt den Erfolg Boss-Blitz Erledigt Pyroxis. Im Westen kämpft ihr gegen den Piraten Wiggin und bekommt dafür den Erfolg Boss-Blitz Eliminiert Wiggin. Und zuletzt im Nordwesten könnt ihr den Zentauren Kurai, den Grausamen, für den Erfolg Boss-Blitz besiegt Kurai besiegen. Nehmt ihr dann insgesamt 10-mal am Boss-Blitz-Event teil, so bekommt ihr auch schon den gleichnamigen Erfolg Boss-Blitz. Und wurde gerade ein Boss-Blitz-Event abgeschlossen, so startet dann gleich das Rennen im Zentrum der Karte. Hier werdet ihr einmal in einer kleinen Runde durch die bestimmten Teile des Kronpavillons reiten. Und wenn ihr das Ganze innerhalb von 2 Minuten schafft, dann gibt es den Erfolg Pavillonjäger. In jedem Gebiet des Wagenrads gibt es auch entsprechende Gegner, von denen ihr 50 Stück für weitere Erfolge besiegen müsst. Diese Erfolge und die Gegner seht ihr jetzt auch hier gerade eingeblendet. Ihr solltet sie aber jetzt nicht zwingend bekämpfen gehen, denn wenn ihr versucht 10-mal am Boss-Blitz-Event teilzunehmen, dann solltet ihr passiv die 50 Gegnertypen schon besiegt haben und dadurch auch diese 6 Erfolge bekommen. Zu guter Letzt müsst ihr noch 3 Oger für den Erfolg Ogerohrfeiger besiegen. Diese findet ihr dann im Südosten, da hier früher die Oger waren und jetzt durch den weißen Mantel ausgetauscht wurden. 3 Oger findet ihr dann etwas weiter hinten versteckt und diese könnt ihr dann leicht besiegen. Dadurch habt ihr dann auch schon alle 15 Erfolge vom Kronpavillon verdient und insgesamt 49 Erfolgspunkte bekommen. Im nächsten Video werden wir uns dann um den Spießrutenlauf kümmern, der ebenfalls hier im Kronpavillon stattfindet und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, macht's gut, ciao!